Welcome back, boys and girls. This is Triple Play, and again, it's Super Meat Fucking Cunt Shit Boy. And I don't want to speak in English. It's good, but no one will understand it. So, back to German. Gut, also, ich werde euch jetzt zeigen, weil ich hab's rausgefunden, woran mein Problem lag im letzten Level. Ihr habt ja gesehen, ich kam nicht weiter. Und das ist nicht nur für das Level bezogen, sondern auch eventuell auf einige davor, wo ich mich ganz schön geärgert habe und mich sogar angestellt habe. Eigentlich war es gar nicht meine Schuld. Nicht meine, nicht die von Super Meat Boy, sondern die von meinem Aufnahmeprogramm Fraps. Und um euch das zu beweisen, zeige ich euch das Level hier und zeige euch jetzt auch die kritische Stelle, natürlich. Und ihr werdet sehen, ich komme auf Anhieb vorbei. Habt das gemerkt, ja? Anhieb ohne Probleme. Nun, das war, wie gesagt, meine eigene Schuld, denn Fraps, für die Leute, die sich nicht so auskennen, das ist ja mein Aufnahmeprogramm, und es hatte vorher ein Frame-Blocker drin, also Bilder pro Sekunde. Hey, Mensch, jetzt stechen wir an hier. Reden und spielen ist es einfach. Und ihr müsst euch das so vorstellen, voreingestellt sind standardgemäß immer 30 Bilder pro Sekunde. Gut, bei einem normalen Spiel ist das egal, da merkt man den Unterschied nicht. Bei einem Spiel wie Super Meat Boy merkt man ihn aber schon. So, und jetzt habe ich einfach mal diese Blockade ausgestellt und wir sehen, das Spiel ist merklich schneller, auf jeden Fall. Und damit auch schwerer. Aber wir kommen, naja, so wenigstens halbwegs an den Laser vorbei. Aber immerhin, wissen wir, wo das Problem liegt. Ich hätte es mir auch vorher vielleicht einfacher machen können, aber nein. Das merkt man ja nicht. Ich meine, bei anderen Spielen ist es, wie gesagt, völlig Rille. Bei Amnesia zum Beispiel merkt man es nicht und bei anderen Spielen auch nicht. Und hier steht sich an, schwer war es jetzt nicht. Es war nicht auf Anhieb, aber immerhin, es war jetzt nicht wirklich schwer. Aber trotzdem schön, dass jemand vor ein paar Parts gemerkt hat, dass das Spiel komisch läuft, so langsam. Das hätte schon ein Anhaltspunkt sein. Oh, fuck. Ein Anhaltspunkt sein müssen. Das ist hier ein neuer Gegner, wie ich sehe. Der sich auch noch aufsplitten kann. Ich muss mich erstmal an die neuen Gegebenheiten hier gewöhnen. Das ist so schnell auf einmal. Das ist so schnell. Das ist ganz komisch. Das ist so, als wenn ich jetzt ein ganz neues Spiel spielen würde. Weg, weg, weg. Ja, und Höchstgeschwindigkeit. Na, immerhin. Puh, ist da auch schon wieder Laser. Nein, ich hätte nicht springen dürfen. Ah. Nein, oh. Puh, ich bin immer noch total durcheinander durch den Fehler. Fucking Fraps. It's not my fault. Ich sollte auch von den Englisch zu reden. Ihr kennt Triple Play doch nur auf Deutsch. Motherfucker, das muss jetzt mal sein. Das ist ganz, ganz komisch jetzt. Ich darf mich jetzt doch mal diesen Part, denke ich mal, anstellen. Oh Gott. Es ist ganz anders jetzt, ein ganz anderes Gefühl. Yes! Oh nein, oh nein. Das ist ja unfair. Schon wieder dieses komische schwarze Assi-Teil da oben. Was soll das überhaupt? Das ist noch nicht mal realistisch. Oh. Gut, das ganze Spiel ist unrealistisch. Scheiße. Oh. Oh, und ich springe auch noch rein. Dass sie sich so in verschiedene Teile aufsplitten, das ist ja wohl der größte Quatsch, den ich je gesehen habe. Oh. Wenn man die Kante nicht erwischt, da oben, kriegt mich der Laser links genau wieder. Ich muss durchspringen. Also ich muss versuchen. So. Ja. Immer dieses Scheißding da oben. Immer dieses scheiß verschissene Ding da oben. So, hier rüber, runter und jetzt laufen. Boah, das ist immer so knapp. Springe ich diesem Hundesohn auch noch mitten rein? Das war jetzt dämlich. Das kann doch nicht sein. Motherfucker! Mann, jetzt verliere ich echt die Geduld.
Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Immer die gleiche Scheiße. Das ist wie, als wenn ich mit jemandem Tekken spielen würde und der würde immer das Gleiche machen. Oh, dann gleich nochmal von vorne alles. Ja, komm, mach immer das Gleiche. Komm. Ey. Was teilt sich das in mehrere Schrapnelle auf? Das ist doch verarsche, ist doch das. Das ist wieder so ein richtiges Frustlevel. So richtig eins, was so richtig für jemanden wie mich geschaffen ist. Oh, der fliegt mir das nur noch halb hinterher. Ah ja. Ah ja. Oh, ich liebe das. Ich liebe es von einem mir nicht beschreibbaren. Oh Mann, und dann denkt man, man ist sicher und nein, man wird von diesem Ding auch noch ingeholt. Von seinen komischen Kindern, die es wegschießt. Oh. Ich nicht. In alle Himmelsrichtungen schießt ja das Ding. Und dann auch noch. Und ich krieg's jedes Mal ab. Ich krieg es jedes Mal ab. So, verarsche ist doch das, ey, ehrlich. Danke, liebe Game Designer, dass ihr uns dieses Machwerk geschenkt habt. Ihr seid die Besten. Yes! Ah, höchste Geschwindigkeit. Es hat gedauert, aber wir haben es geschafft. Portal, yeah! Oh, fucking shit. Das war jetzt doof. What the? What the hell? Also. Was mache ich hier? Was mache ich? Das war jetzt echt, das waren jetzt drei Devs, die nicht hätten sein müssen. Oh Gott. Ich glaube, ich bin besoffen oder so. Sagt nix. Oh Mann! Kann man sich nicht mal an den Kopf fassen. Dass man im Spawn gleich getötet wird, das ist ja das Lächerlichste überhaupt, ey. Ah, liebe Game Designer, ihr seid. Ich liebe, ihr seid echt das Schlimmste, was es gibt. So, jetzt muss ich gucken. Ja. Nein, ich hab's doch beinahe gehabt. Schwer ist es nicht. Jetzt kurz warten. Oh. Nein. Das ist so ungewohnt jetzt, weil das so abnormal schnell ist. Yes, yes, und höchste Geschwindigkeit. Oh, jetzt leg ich aber los hier, jetzt legen wir aber los hier. Ja, don't fuck around here anymore. Oh. Nein, oh ja, natürlich. Das habe ich jetzt überhaupt nicht bemerkt. What the, was war das? Wovon bin ich jetzt gestorben? Kann mir das mal einer erklären? Weil ich die Kante am Kopf bekommen habe, das ist klar. Wird von diesem Ding verfolgt. Hilfe! Oh. Oh. Nein, 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 nein! Natürlich! Natürlich! Boah! Das ist ein Scheiß, ey! Das ist wieder so ein Level, das glaube ich werde ich lieben. Ich werde es lieben. Natürlich, durch die Plattform durch. Ach, komm, fuck you, echt. Durch die Plattform durch, ist klar. Ist klar. Ist ja auch so Monster durchlässig, ist klar. Oh, ich hab's doch beinahe. Ey, ich glaube, das Spiel will mich echt verarschen. Das sind wohl so die richtigen Frustlevels. Jetzt geht's los. Ja. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, zumindest die Stelle kriegen wir schon mal hin. Ich hab's mir gerade gedacht und wollte es aussprechen, aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Oh. Fuck it, ey. Kann doch nicht wahr sein, oder? Oh, oh Mann! Verdammt!
Stelle ist das Schlimmste. Weil man nicht sieht, wo es ist. Man sieht ihn ja nicht kommen. Man muss echt gucken, dass das mit dem Timing stimmt. Und sich dann doch killen lassen. Oh Gott, ey. Ja, so ist in Ordnung. Da kann er mich nicht erwischen. Ist mir das egal. Oh Gott. Ich sehe schon, dieses Ding und ich. Boah, wir werden beste Freunde werden. Ich sehe das schon. Spring ich auch noch rein? Spring ich auch noch rein? Ich hasse Trial and Error Spiele. Ich hasse Trial and Error Spiele. Ich hasse es. 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 Was? Ey, warum stirbt der? Er berührt mit dem Kopf die Kante und stirbt? Was ist das? Super Meat Boy, bist du eine Pussy oder was? Ehrlich, echt. Shit. Oh. Das ist das Einfachste noch. Verhältnismäßig. Boah. Ja, okay, ich wollte mal was Neues versuchen, aber das hätte ich lassen sollen. Ich könnte mich ja versuchen, da eine Weile dran zu kletten, so hier. Nein, sollte ich lieber nicht tun. War eine doofe Idee. Das ist so, wenn man hier Freidenker macht, dann wird man gleich bestraft und getötet. Zumindest das Level möchte ich hier in diesem Part noch schaffen. Ist das so schwer zu verstehen? Oh. Und ihr habt gesehen, wie knapp. Ach, naja. Scheiß drauf, wie knapp das davor war. Das war jetzt schon wieder ultimativ lächerlich vom Spiel. Danke, Spiel. Du bist einfach nur ein Witz. Oh. Aber immerhin einmal hat es geklappt. Und ich hätte jetzt ausflippen können, aber einmal hat die coole Aktion funktioniert. Na, wenn das nicht Coolness-Faktor hat, dann weiß ich auch nicht weiter. So, hier weiß ich schon, wie ich es machen muss. Boah, naja, hier ist vorbei. Da ist vorbei. Das ist schwierig hier. Hier, das geht. Zack, und dann geht er rüber und kriegt mich nicht mehr. Aber hier geht es nicht. Boah, dann springe ich wieder in dieses... Ja, warum muss man das wirklich in alle Himmelsrichtungen schießen? In alle. In Viere wäre es doch in Ordnung, also in vier Seiten. Aber nein, er macht doch noch die Zwischenecken, so diese Nordost und Südost und... Oh, ah. Konzentration. Könnte ich jetzt gut gebrauchen. So. Komm, hol mich. Ich dachte, er macht es jetzt aus Trotz nicht, aber okay, gut. Okay, Timing war shit. Ich weiß, ich will gar nicht wissen, wo der Todeszähler mittlerweile steht. Muss schon aber Millionen haben. So, jetzt machen wir wohl was Cooles hier. Höher. Ja, das war cool. Das nicht. Das ist die schlimmste Stelle von allen. Das davor ist alles noch machbar. Es ist zwar trotzdem, wie ihr seht, ein lächerlicher Witz, aber es ist möglich. In Englisch würde ich sagen, it's fucking ridiculous. Aber ich lasse das fucking jetzt einfach mal... Weg! Oh, jetzt bin ich in Lava gefallen. Gut. Gut, das war meine eigene Schuld. Kein Grund zur Panik. Auf der verfuckten Titanic. Nee, das ist... Ich sollte diese coolen Aktionen lassen. Sieht zwar schick aus, es funktioniert. Aber... Es funktioniert ja alles nix. Kann das Ding nicht mal ein bisschen schneller sein? So 5 km/h schneller wäre schon cool. Dann hätten wir es schon längst hinter uns. Lava berührt. Er ist immer noch schwer zu kontrollieren. Ob das Spiel zu schneller läuft, also flüssiger, ob ich ja nicht sage, die war vorher auch flüssig, nur langsamer. Das ist ein Witz. Ich glaube, ich muss so eine. Oh. Ich wollte es mal kurz zeigen, was ich für Sprünge machen muss, aber das sollte ich lassen. Sprung. Warten. Grünes Faktor ansetzen. Sterben. Cool. Wieder einen sinnlosen Death mehr und noch ein. Oh, wollen wir nicht noch einen Death mehr haben? Ah, ja, komm, wir haben noch nicht genug. Hol mich. Oh ja, komm, in der Luft abgefangen. Ah, du stinkender Assi. Ohne deine komischen Kumpels, die du da in alle Ecken schießt, hättest du das nicht geschafft. Also alleine wäre der nicht das Problem, dann wäre der wie die Raketen. Dann wäre aber noch easy. Aber dadurch, dass er sich so aufsplittet in mehrere Teile, ist der einfach nur lächerlich. Wir machen das jetzt hier noch.
Es kann nicht wahr sein. Ich verkacke jetzt hier am Anfang schon, dabei kommt die Dreckscheiße erst da hinten. Ich habe langsam keine Lust mehr auf das Spiel. Mach's trotzdem gerne für euch, aber ihr seht doch, das ist so frustrierend und das macht so echt keinen Spaß. Warum muss es so schwer sein, dass wirklich immer das gleiche? Grünes Jump, das ist komischerweise, sehe ich diese Plattform nicht mehr. Halleluja. Und noch mit Höchstgeschwindigkeit. Geht doch. Geht doch. Mit ein bisschen Frust und ein bisschen Versuchen. Und das war auch noch auf Coolness gemacht. Also habt ihr gesehen, den Jump. Die hinten haben es wirklich nur er überlebt oder was? Nicht schlecht.